Gary, du rufst lieber mal einen Alien an. Weil dieser Kuchen außerirdisch gut ist. Ach ja. SpongeBob's Hausparty. Hier machen wir leider gerade keine Hausparty. Die Aliens sind leider ungebetene Gäste, die absolut nicht da sein sollten und uns einfach nur das Leben schwer machen. Aber noch schlimmer als die sind eigentlich die Polizei. Wie bei jeder Party. Sie lassen die Party einfach erst recht platzen. Wenn es schon nicht die Aliens tun. Naja. Nicht so toll. Nicht so toll. Jetzt muss ich gerade wieder an die Simpsons denken. In 3 Tagen bringen wir die Menschheit um. In 3 Tagen bringen wir die Menschheit um. Erst gegrillt und dann gegessen und schon bald sind sie vergessen. Und es war, glaube ich, gekocht, aber ist ja egal. Scheiße. Bei dieser Stelle hatte ich nämlich ganz... Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder komisch angehört. Das ist mir öfter aufgefallen, weil ich manchmal, so am Mund kratze und dann, hört man mich halt eben nicht mehr so gut, weil ich dann die Hand vom Mikro habe. Auf jeden Fall konnte ich das damals nie unterscheiden zwischen Cosmo und Wanda und Simpsons. Also ich wusste nie, wo diese Szene ist, weil in Cosmo und Wanda gab es mal diese... Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, wo dieses Alien halt von dem Planeten kommt und da dieses komische Fest feiert. War irgendwie mit 4 Buchstaben gekürzt, wo jeder Buchstabe für einen bestimmten Tag und ein bestimmtes Ritual stand oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall das, ne? Da dachte ich immer, vielleicht kam die Szene auch davor, aber es war im Endeffekt, waren es wirklich die Simpsons. Ich weiß auch gerade gar nicht. Mir fällt halt der Name Mark ein. War das jetzt in den Simpsons oder war das in Cosmo und Wanda? Ich weiß es wieder nicht. Keine Ahnung. Der Austauschschüler aus Norwegien. War's doch, glaube ich, oder? Norwegien? Mensch schon. Naja, ist auch egal. Ich wollte noch irgendwas anderes gesagt haben. Ach ja, genau. Wieso kann Oxid sich eigentlich hier nicht seine Außerirdischen wirklich ins Haus bestellen und muss sie sich hier auf irgendeine scheiß Strecke wünschen? Alles seine Schuld. Nur weil er keinen Parkplatz bekommen hat, der Pisser. Okay, jetzt kann ich es absolut vergessen. Also jetzt habe ich mal so ein bisschen auf die Zeit geachtet, jetzt wäre es gar nicht mehr möglich gewesen. Weil ich mich wieder zu sehr auf meine Storys fixiert habe. Okay, komm. Wir machen jetzt wirklich mal einen richtig skilligen Versuch. Jetzt konzentrieren wir uns hier voll auf das scheiß Rennen. Ich werde weiter kommentieren, aber der Fokus wird jetzt auf dem Rennen liegen, nicht auf irgendwelchen komischen Geschichten. Weil sonst kriege ich das hier nicht hin. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Weil wir wollen ja nicht... Nicht jahrelang hier dasselbe sehen, ne? Wir wollen jetzt auch irgendwann mal was anderes sehen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt oder... Ihr wollt mir wahrscheinlich wieder Schlager hören singen. Schlager hören singen, ja genau. Die Verben vertauscht mal bitte. Ich nicht. Meine Psyche macht das nicht mit. Also, sie würde es mitmachen, das hat man gesehen bei Road Crash, aber... ist nicht so toll. Kann ich meine Rente mit 44 irgendwie machen oder so? Beantragen, keine Ahnung. Und das ist dann nicht Frührente, sondern normale Rente. Keine Ahnung. Lustig, wie sich die Geschichte wiederholt. Und wieder konnten die UFOs mich aufhalten. Ja. Und die Polizei erst recht. Wieso fahren die überhaupt entgegen? Was gibt's denn hinter mir so Spannendes? Mir kommt's ja fast vor, als wäre ich irgendeinem Unfall entflohen oder so, oder beziehungsweise als hätte ich irgendwas Wichtiges verpasst, irgendwie so einen spektakulären Unfall oder so. Wahrscheinlich sind das gar keine Bullen, sondern irgendwelche komischen Bildreporter, die nur schnellstmöglich die Explosion mitkriegen wollen. Ja, das war sehr gut. So, alles wie immer, alles wie immer. Nein! Jetzt habe ich Zeit verloren, jetzt habe ich Zeit verloren. Das war nicht gut. So, jetzt kommt das Wichtige, jetzt kommt das Wichtige. Aufpassen. Nein, was mache ich denn? Jetzt habe ich die vergessen. Scheiße. Ah, ich krieg's gerade echt nicht auf die Reihe, wirklich. Das ist schlimm. Aber wieso bin ich denn jetzt auch so viel langsamer? Wegen den 3 Sekunden? Ja, okay, es macht Sinn. Oh, Mann. Es regt mich auf. Ich krieg's gerade nicht mehr auf die Kette. Ich kann mir die Sachen über die 5 Minuten nicht merken. Das ist kacke. Richtig kacke. Weil es ist nicht schwer. Das ist echt nicht schwer. Das ist ein ziemlich einfaches Rennen. Also auf jeden Fall einfacher als Road Crash. Das kann ich euch so unterschreiben. Hingegen nicht unterschreiben kann ich euch, dass es leichter, dass es schneller geht. Leichter ist es, aber es wird vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig viel schneller sein. Okay, wir sind jetzt gerade beim 3. Part. Und damit haben wir jetzt noch nicht mal eine Stunde. Aber trotzdem.
Das wird schon so bestimmt in den Top 10 kommen von den Leveln. Okay, es gibt da nur 30 Level und da gibt es einige leichte bei, aber... Also ich meine so von der Zeit her, wie lange ich jetzt hier drin hänge, könnte es in die Top 10 kommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So lange hänge ich jetzt auch wirklich noch nicht dran. Und ich kann mir schon die einfachsten Sachen nicht merken. Was muss ich hier machen? Da muss ich lang, genau. Jetzt bin ich unter dem UFO sogar durchgefahren. Nee, aber das habe ich schon wieder total vergessen. Ich habe jetzt schon wieder an die Szene hier gedacht. Ich war schon wieder gedanklich weiter. Das ist schlecht. Weil ich mir es einfach nicht merken kann. Aber ich habe jetzt irgendwie wirklich einen besseren Rhythmus, beziehungsweise einen schnelleren Rhythmus, weil die UFOs mir jetzt nicht mehr so blöd im Weg rumstehen. Kann mir natürlich auch zum Verhängnis werden, weil die bisher eigentlich immer einen ganz guten Rhythmus jetzt hier hatten. Das war gut. Aber ich habe wieder die Sekunden vergessen, mein Gott. Ich kleiner Dobi. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. War das geil oder was? War das geil oder was? So, das war jetzt auch wieder mit einer relativ schlechten Zeit eigentlich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da ein oder zwei Sekunden von erwischt von dieser Reihe. So, jetzt gibt es eigentlich nur diese eine Stelle. Und wenn ich da wirklich nicht weit, wenn ich da wirklich nicht so weit nach rechts gehe und nicht in den Bullenwagen rassel und am Ende vor allem auch nicht die Sekunden übersehe, was mir jetzt auch schon mal passiert ist, dann kann mir da doch eigentlich gar nichts passieren. Was kommt hier noch alles? An die Kurven kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern. Jetzt kommt das Turbofeld, ne? Genau. Ich verkacke es, ich verkacke es, ich verkacke es. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Come on, come on, come on, come on, come on. Ich achte nicht auf die Zeit. Oh, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus, Freunde. Freunde. Yes! 1:41:40. Wir brauchten 1:44:48. Das ist doch mal geil, oder was? Ich freue mich wahnsinnig. Jawohl. Hört man wahrscheinlich nicht so raus, dass ich mich wahnsinnig freue, aber ich freue mich auf jeden Fall drüber, dass ich das geschafft habe, auf jeden Fall, klar. Kann gar nicht anders sein. Über den Platin League muss man sich freuen. Aber die Freude geht gerade eher nach innen, weil ich... Ich empfinde es halt nicht so als schweres Relikt. Muss ich ja leider ehrlich sagen. So, wie sieht's aus? Wir können immer noch nicht Future Friends Saber traden. Da fehlt es noch ein oder zwei Relikte. Ich glaube, zwei waren das. 18 müssen wir jetzt haben? Nee, 16. Immer 16. Ja gut, dann müssen wir natürlich noch ein bisschen an der Zahl schrauben. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier oben schon mal zwei Platin-Relikte. Von insgesamt drei Platin-Relikten, die wir hier oben holen müssen. Und das ist schon mal sehr viel wert. Und Rings of Power, ja, das ist wahrscheinlich so eins der underratedsten Level. Die werden dann wahrscheinlich am Ende nochmal richtig sacken, weil man einfach nicht damit rechnet, dass sie wirklich schwer sind. Ja, aber dann ist es also. Ist mir jetzt gerade egal. Hauptsache, wir haben da oben schon mal zwei Hochkaräter geschafft. Das wären zum einen Ski Grace und zum anderen Area 51. Komplett beide. Das ist schon mal viel wert. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal... Also hier haben wir jetzt alles, genau, der war komplett, der Future Realm. Dann gehen wir jetzt mal hier nach Tomb Raider, würde ich sagen. Ein relativ chilliges Level, was das Goldrelikt angeht. In der Regel. Jetzt gucken wir mal, ob wir das auch mit Platin so einfach hinbekommen. Also hier ist einfach wieder nur der Superman entscheidend. 1:24 brauchen wir hier. 1:35 war meine Bestzeit. Vielleicht wird es doch nicht so einfach. Ich weiß es nicht. Wir versuchen es einfach mal. 1:24, Leute. Das wird übel. Das wird richtig, richtig übel. Also, ich dachte, es wäre nicht schwierig, aber da bin ich ja wirklich von der Goldzeit ausgegangen. Gehen direkt los, weil wenn der Käfer links war, war eigentlich immer ein gutes Timing. Okay, vielleicht habe ich mich auch falsch erinnert. Nee, doch. War eine gute Erinnerung. Aber ich bin leider nicht auf die Kiste gesprungen, auf die ich springen wollte. Mit dem Timing muss man wirklich gucken, was da am sinnvollsten ist. Ich weiß noch nicht, ob sowas Sinn macht. Kann sinnvoll sein, muss aber nicht. So. Geh auf, Dankeschön. Oder geh runter, besser gesagt. Aufmachen müssen wir das Ding selber. Ja, es war sehr dumm. Aber ich... Ja, hätte ich das geschafft? Ich glaube schon. Was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen die Maske haben. Weil, wie gesagt, Superman ist hier ein Muss. Ist hier wirklich ein Muss. Wenn der Käfer wieder nach rechts geht, war, glaube ich, ein gutes Timing. Dann war das, was hier unten. Also ich habe es einfach mal so als gutes Timing bezeichnet. Natürlich ist dann hier das Scheiß-Timing. Da weiß ich jetzt nicht, was da besser ist. Weil in dem Raum vorher kann man ja über die Kiste drüber springen, über die Kisten. Deswegen ist ein anderes Timing vielleicht doch besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Andererseits dann hier ein gutes Timing. Also, das muss dann jeder für sich entscheiden. Ich will nur gucken, ob ich es jetzt schaffen würde. Angenommen, ich hätte die Maske erwischt. Ich würde es tatsächlich knapp schaffen, auch wenn ich jetzt ersoffen bin. Ich darf da eigentlich nicht warten. Es ist leider so. Ich darf da nicht warten. Jetzt erwischen wir mal ein anderes Timing und schauen, wie das so ist.
Okay, also dann müsste ich auch wirklich auf beide Kisten draufspringen. Also da müssen wir jetzt eigentlich einfach mal ein bisschen mit dem Timing spielen. Ich weiß halt, beim Goldsolid habe ich es wirklich so gemacht, dass der Käfer wieder nach rechts gelaufen ist. Da muss man dann auch vor allem die Kisten treffen. Das ist auch schon die erste Herausforderung. Also ich glaube, da werden wir doch noch mehr Spaß haben, als ich eigentlich dachte. Macht das Sinn, auf die Sekunde dann noch zu springen? Wenn wir direkt drüber springen könnten? Und dann müssten wir auch hier warten. Sonst können wir da durchlaufen, ne? Ich weiß nicht, ob das alles so Sinn macht, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Also so würde es theoretisch gehen. Dann müssten wir hier warten. Das war ja bisher dann alles in Ordnung, aber dann haben wir hier wahrscheinlich wieder einen Scheißrhythmus. Aber einen absoluten Scheißrhythmus. Das lohnt sich nicht. Also wir machen das doch so, wie ich es auch bei den Goldrelikten gemacht habe. So, die Maske ist Muss. Und dann müssen wir auch durch. So. Das können wir beides locker schaffen. Gut. Schön zu wissen. Schön zu wissen. Ja, der Run war jetzt sowieso für den Arsch. Einmal von der Zeit, aber auch weil wir die Maske jetzt nicht mitgenommen haben. Oh, also das wird doch schon mal noch eine Herausforderung. Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Eben weil das Goldrelikt schnell ging. Das ist natürlich scheiße. Das ist jetzt richtig scheiße. Geh runter, mein Gott. So. Aber den Rhythmus schaffen wir auch ganz locker. Da müssen wir keine Probleme, keine Bedenken haben, dass wir da Probleme bekommen können. Ich hab das Ding aufgemacht, mein Gott. Ja, dann schaffen wir es natürlich nicht. Außerdem haben wir jetzt die Maske auch gar nicht geholt. Weil ich wusste, dass ich das nicht schaffe, ja. Super. Ich muss hier dann immer wieder auf den Rhythmus warten. Das ist kacke. Das hasse ich bei dem Level auch so. Das muss ich jetzt einfach so machen. Ich mache das jetzt genau in diesem Rhythmus immer wieder. Jetzt sind wir auch direkt auf die obere Stufe gekommen. Das finde ich ja sehr nett. Bringt mir nur nichts. Hier war... Meine Güte. Hier muss ich sowieso warten. So, kurz warten und ab geht's. Vor allem müssen wir auch die Maskenkiste dann ordentlich treffen und so. Ähnlich so wie in Gone Tomorrow, diese 3 Sekunden da. Die eine Sekunde lasse ich mal links liegen, ganz ehrlich. Und versuche hier durchzukommen. Mit dem Insekt geht das sogar. Wenn man das als Hilfe nimmt. Ah, das war unnötig. Wir müssen sowieso durchlaufen. Natürlich weiß ich auch nicht, wo man dann durchlaufen kann, wo man vielleicht wirklich warten muss. Nein! Ich bin doch nochmal gesprungen, mein Gott! Ich glaube, der Versuch war an sich wirklich nicht schlecht. Vor allem mit diesem einen Käfer, da haben wir eine Menge Zeit gespart. Nämlich einen ganzen Wasserrhythmus. Also wenn es natürlich geht, sollte man möglichst gar keinen Wasserrhythmus abwarten müssen, aber das geht natürlich nicht. Aber am Ende kann man auf jeden Fall mit dem Superman eine Menge Zeit gut machen. Das steht ganz außer Frage. Also am Ende braucht man den Superman, weil sonst kostet das viel zu viel Zeit. Deswegen darf man auf dem Weg auf jeden Fall keine Maske verlieren. Muss aber halt auch sonst perfekt laufen. Also da gibt es gar nichts zu... dran zu haken oder keine Ahnung was. Nee, die eine Sekunde muss ich einfach lassen, damit ich das hier ordentlich schaffe. Auf den Käfer drauf und dann schaffen wir das auch easy. Ja. Der Käfer ist einfach in einem Top-Timing da. Und ganz ehrlich, die Kisten, da lasse ich einfach außen vor, da kann man dann auch besser durchlaufen. Nein, die waren da gar nicht. Ach, scheiße. Sah so aus, als wären die schon, ne? Ich bin gesprungen! Ich bin gesprungen! Du Nutte! Es hätte sowieso nicht gereicht vom Sprung her. Ich wäre abgesoffen wahrscheinlich, weil ich auf einer unteren Stufe gelandet wäre, aber... Hey. Aber ich mag die Herausforderung jetzt irgendwie. Das erinnert mich jetzt auch wieder so ein bisschen an Entranced, muss ich sagen. Wo ich dann auch mit Platin wirklich gekämpft habe. Allerdings habe ich das ja offscreen gemacht. Das hier mache ich jetzt onscreen mit euch. Onscreen, ja. Hm? Hauptsache, man bekommt von diesem Queen-Besuch gar nichts mit. Ist mir aber auch relativ latten. Ja, wieso machst du denn nicht das, was ich will? Ja. Super. Toll. Hervorragend! Bam, 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 bam. Liegt alles nur an den 88 Kisten. Ich hab sowas von dieser Kiste getroffen! Wenn mir am Ende eine Sekunde fehlt, ja, ich werde das sowieso nicht schaffen in diesem Run.
Ja, man kann immer so tun, als ob. Naja. Ich Scherzkeks. So. Runter! Bitte. Wenn Frauen diesem Befehl einfach so folgen würden. Ja, das war jetzt doof. Das war jetzt richtig doof. Jetzt habe ich die Maske nicht erwischt, natürlich. Jetzt können wir alles verkacken. Ja, jetzt können wir alles vergessen. Aber ich kann mal gucken, ob ich diesen Rhythmus... Nee, den Rhythmus wird ja nie hinbekommen. Weil dann muss ich ja erstmal dich und dann muss ich auf den Käfer. Und der fliegt dann ja schon wieder. Nee. Also die Sekunde, da lasse ich einfach mal links liegen, ganz ehrlich. So, letzter Versuch in diesem Part, sonst sehen wir uns im nächsten Part. Bei genau diesem Level, an genau dieser Stelle hier wieder. Aber es ist immer noch tausendmal besser, als irgendwie zu Unrecht abzukratzen, wie bei Mad Mad Bombers. Wieso sage ich immer... Tut mir leid, Leute, ich krieg's nicht raus. Weil da waren es ja wirklich diese Assis, die mich einfach immer abgeknallt haben. Hier bin ich ja wirklich selber schuld, weil ich da einfach eine Sache vielleicht nicht hinbekomme oder vielleicht zu gierig bin. Aber bei Platin muss man gierig sein. Da muss man einfach so schnell wie möglich durch und immer versuchen, den Rhythmus noch zu erwischen. Und wenn nicht, dann ist man so gut wie tot. Beziehungsweise man kann seine Zeit an den Nagel hängen. Jetzt bin ich zu weit gesprungen. Leck mich doch am Arsch. Gut, nächster Part. Bis dahin. Tschüss.